Bismillahirrahmanirrahim. Hier haben wir den nächsten Glücklichen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Den Ali. Ali, erzähl mal, wie lange bist du schon Muslim? Ein Jahr. Ein Jahr. Wie alt bist du denn jetzt? 21. Das heißt, wenn wir rechnen, dann müsstest du mit 20 den Islam angenommen haben. Ja, Alhamdulillah, habe ich gut gerechnet. Ne? Ja, super. Was war bei dir der ausschlaggebende Punkt, den Islam anzunehmen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also, ich habe irgendwann angefangen, die Wahrheit zu suchen. Und dann habe ich viele Vorträge geschaut. Also, was hat dich überzeugt? Das meine ich damit. Also, du hast nach der Wahrheit gesucht und dann bist du auf die Vorträge gekommen. Wie bist du darauf gekommen? Ich habe wieder drum gesucht und dann bin ich auf dich gestoßen auch. Wie bist du darauf gestoßen? Was stand da als erster Vortrag? Ich glaube, der hundertprozentige Beweis, dass Islam die Wahrheit ist. Also eine Stunde und 15 cool. Minuten. Ach, das war der erste Vortrag, den ich genau, ich bin mir nicht sicher, aber und was hast du dann gedacht? Was hast du gedacht? War voll der radikale Terrorist, oder? Nee, ich habe es geguckt und dann war ich eigentlich überzeugt. Also ach, cool. Mashallah, das finde ich ja. Also das Video, korrekt. Ja. Geht ja eine Stunde und 15 Minuten. Ja, 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 das geht richtig lange, ja. Und ich habe es in die Nacht reingeguckt und dann habe ich mir Koran besorgt. Ja. Und dann war ich überzeugt, dann habe ich bei dem Video, wo du sagst, man soll die Schäder nachsprechen, aber so ein roter Hintergrund. Ach. Weißt du, welches? Ja, ja. So hast du den Islam angenommen. Also hast auch durch. Du hast praktisch mit diesem Video den. Also, das ist, ich war mir nicht sicher, ob ich annehmen soll oder nicht, aber dann hast du geredet und dann. Also ich habe innerlich mitgesprochen. Dann wurde dein Herz erfüllt, ja. Ja, ich habe mitgesprochen, war innerlich. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann nichts machen. Also mein Herz will es so und dann... Alhamdulillah. Also Mashallah, also der Weg war so gewesen, du hast nach der Wahrheit gesucht. Meistens hier die Wahrheit suchen, die finden die auch. Dann hast du ein Video gesehen, der hundertprozentige Beweis, dass der Islam die Wahrheit ist. Das hat dich überzeugt. Und dann noch und viele mal den Koran, noch. Und dann noch viele, also, und dann noch viele andere Videos. Und dann natürlich den Koran noch gelesen und... Am Endeffekt dann kam dann der letzte Schub, als du dieses eine Video gesehen hast, wo ich gesagt habe, na, Mashallah. Okay, jetzt bist du seit einem Jahr Muslim. Was sagen deine Eltern dazu? Jetzt, sie sind beruhigt. Also, für die Eltern. Ja. Ihr seht ja, der ist mit mir zusammen, das heißt mit vernünftigen Menschen. Jetzt sind sie beruhigt, ja. Aber am Anfang haben sie geweint halt. Ja, echt. Mutter und Vater. Mama, Papa, glaubt mir, euer Sohn, der hat das Richtige getan. Und wir hoffen... Das, ich würde wirklich mir wünschen, euch, mich auch mal mit euch zusammenzusetzen. Ganz cool, nicht auf ein Bier, sondern ein Tropical Zuckerdrink oder sowas. Und einfach mal sich zu unterhalten über die Wahrheit. Denn das, was ihr Sohn gemacht hat, das ist das Richtige, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Und jetzt bist du seit einem Jahr Muslim, sie waren am Anfang ganz verzweifelt. Aber du hast gesagt, jetzt ist es besser geworden. Warum? Ja. Weil sie dachten am Anfang, ich werde der Terrorist oder ich weiß nicht, sie dachten, ich fange an Bombe bauen oder so. Ja, ja. Ja. Aber als du dir dann... Aber du hast dir keinen Chemiekasten gekauft, nachdem du es da angenommen hast. Okay, nein, super. Nein. Also keinen Chemiekasten gekauft, dann waren sie bestimmt schon mal beruhigt gewesen. Stell dir mal vor, jemand nimmt den Islam an und kauft dann so einen Chemiekasten, so Kosmos-Chemiekasten. Was ist dann das, aber rumexperimentiert? Dann denkt er, also ihr wisst, dass wir vernünftige Leute sind. Genau. Wir sprengen keinen in die Luft, wir sind lieb. Alhamdulillah. Super. Und bist du verheiratet? Alhamdulillah. Mashallah, ging ja ratzfatz, hör mal. Alhamdulillah. Deine Frau, aus welchem Land kommt ihr? Algerien. Mleh. Mleh bzaf. Alhamdulillah. Cool, super. Und du kommst hier aus Stuttgart auch, ja? Nein, ich komme aus Schweiz. Ach, aus der Schweiz? Ja, ja. Mashallah, ey, das ist ja Weltklasse, was hier los ist. Super. Ich bin sprachlos fast. Obwohl das schwerfällt. Haben wir was ganz anderes. Welchen Tipp kannst du geben an die Leute, die den Islam noch nicht angenommen haben? Die noch Nicht-Muslime. Es gibt Nicht-Muslime und noch Nicht-Muslime. Also wenn sie glücklich werden wollen, dann gibt es nur den Islam. Also mit anderen Worten, du fühlst dich jetzt... Für Hammer. Kein Geld will ich zurückgehen. Für kein Allahu Akbar! Allahu Schlag Allahu ein. Akbar. Schlag ein. Das hat mir gefallen. Möge Allah den Bruder festigen. Möge Allah ins Paradies führen. Mit seiner Frau. Möge er ihn glücklich machen. Und ihm viele gesunde, gottesfürchtige, glückliche, starke Kinder geben. Amen. Okay. Salam alaikum. Gib sonst noch einen. Sie sind gefahren, auch Schweizer.